Herzlich willkommen zu der Veranstaltungsreihe Zukunft Erde, was die Bibel wirklich über unsere Zukunft sagt. Bleibt dran und erlebe die Antwort auf die Frage, was macht uns wirklich glücklich? Das Geheimnis des Glücks. Ist es Erfolg, Geld, Liebe oder Gott? Das Geheimnis des Glücks zu finden ist gar nicht so einfach. Eines ist sicher, wir alle möchten glücklich werden. Wir tun alles, um zufriedene und glückliche Menschen zu sein. Aber glücklich zu werden ist nicht so simpel, wie man denkt. Was macht dich glücklich? Was steht deine Bedürfnisse? Ist es vielleicht McDonalds, wenn du beim nächsten McDrive mal so richtig dich satt essen kannst? Bist du dann glücklich? Wie ist es mit Geld? Macht Geld dich glücklich? Ist es der Besitz, der Traum vom eigenen Haus im Grünen? Oder ist es der Erfolg? Erfüllt dich der Erfolg im Beruf? Wie ist das mit dem Shoppen? Werden da deine tiefsten Bedürfnisse gestellt? Wenn dann das Zalando-Paket ankommt, schreist du dann vor Glück? Die neuen Schuhe von Tommy Hilfiger? Was ist mit deinem Fußballverein? Wenn der deutscher Meister wird oder noch größer die Champions League gewinnt, bist du dann wirklich glücklich? Vielleicht ist es auch einfach ein gutes Buch. Du setzt dich hin, du genießt den Feierabend im Hintergrund, da knistert das Feuer im Kamin. Ach, einfach mal wegbeamen in eine andere, andere fremde Welt. Oder ist es der neue Hollywood-Film, du kannst nicht mehr aufhören vor Lachen, bist du dann glücklich? Oder ist es das Zocken? Tag ein, Tag aus, Hauptsache Zocken. Dein Ranking wird immer besser, bist du dann glücklich? Oder lebst du für dieses berauschende Gefühl, bei einem Rockkonzert ganz aufzugehen, in der Masse sich zu bewegen? Der Beat ist in deinem Körper, ist das Glück für dich? Hat dein Glück etwas mit Esoterik zu tun, mit der Reise zur inneren Selbstfindung? Oder sind es Genussmittel? Die Bierseligkeit. Ist Marihuana dein Ding? Und dein Motto, ich rauche, also bin ich? Wie ist es mit den Extremsportarten? Ist es dieser Kick, wofür dein Herz schlägt? Dieses Adrenalingefühl? Ach, ich wusste es doch. Wahrscheinlich ist es dein Traumkörper. Du hast eine 90-Tage-Challenge-App auf deinem Smartphone und du hast hart trainiert und endlich hast du deinen Traumkörper. Deine 15 Kilogramm hast du abgenommen und ein Sixpack. Oder Könnte es, könnten es deine Follower bei Instagram sein, die dich glücklich machen und du siehst, oh, wieder ein Like, da habe ich wieder ein Smiley bekommen? Hm. Vielleicht ist es viel einfacher. Sind es vielleicht die guten Freunde im Leben? Deine Familie, die dich glücklich macht? Jemanden, den du liebst, mit dem du ein schönes Leben führst? Sind es vielleicht Kinder, die du auf die Welt bringst oder ist es die Sexualität, die dich ausmacht? Könnte es sein, dass Glück etwas ganz anderes ist? Bedeutet Glück, Gott zu kennen? Ist es vielleicht Gott und ist er nur derjenige, der uns wirklich glücklich machen kann und unsere tiefsten Bedürfnisse echt stillen kann? Bekommst du gerne Geschenke? Also ich schon. Stell uns mal vor, du würdest dir schon lange das neue iPhone wünschen. Es ist Weihnachten und dein Partner bestellt für dich oder ein Freund jemand aus seiner Familie, wer auch immer, bestellt für dich das neue iPhone. Es kommt an, dieses Päckchen wird dann bei dir zu Hause irgendwo versteckt. Es wird eingepackt. Dann erhältst du dein neues Geschenk. Du hast lange darauf gewartet. Du kannst kaum mehr abwarten, bis es in deinen Händen hältst, bis du es auspacken kannst. Wie? Lange bist du dann glücklich. Wie lange hält das Glücksgefühl an? Eine Stunde, einen Tag, eine Woche, ein ganzer Monat? Irgendwann ist dieses Glücksgefühl wieder vorbei und wir stehen mit leeren Händen da. Ich weiß nicht, ob du gerne puzzelst, aber beim Puzzle ist es ja so, dass manchmal so ein Puzzleteil fehlt. Das Geheimnis des Glücks lässt sich mit einem Puzzle vergleichen. In unserem Herzen haben wir so ein Loch. Da fehlt ein Puzzlestück. Und wir versuchen dieses Loch zu füllen. Und wir stopfen da irgendetwas hinein. Wir nehmen diese Dinge aus der Welt. Schlechte, gute Sachen, neutrale Sachen. Und wir versuchen dieses Glück zu finden. Und dann im Moment meinen wir, ach, wir sind erfüllt. Wir sind glücklich. Aber am Ende sind wir wieder mit leeren Händen da. Vergebens. Wir scheitern komm heute mit mir auf eine unglaubliche Reise eine Reise die uns die wichtigste Frage des Lebens beantwortet wie werde ich glücklich wie kann ich ein erfülltes leben führen mehr noch wie kann ich ein ewiges leben voller glück haben eine reise die uns die größten und wichtigsten fragen der menschheit beantwortet wie kann ich echten frieden finden wie werde ich frei vom bösen wie erhalte ich vergebung wie bin ich für die ewigkeit lang glücklich die bibel gibt uns Antworten auf diese Fragen. Komm mit mir ganz zum Anfang, zum Ursprung, zum Beginn der Zeit, zurück zum Garten Eden. Gott erschuf Adam und Eva und erfüllte sie mit Liebe und Harmonie. Da war das perfekte Glück. Es war eine vollkommene Welt. Die Luft war rein und frisch, kristallklare Bäche. Sauber und voller Leben. Die Vögel sangen im Chor zur Ehre Gottes. Überall herum herrschte Freude, Frieden und Leben. Es gab keine Krankheiten, keinen Kummer, keine Furcht, keinen Schmerz, keinen Tod. Noch nie war jemand unglücklich, einsam, leer, schuldig oder fühlte sich am Rande der Gesellschaft. Alles war einzigartig schön. Aber schauen wir uns heute mal um. Was siehst du? Wir brauchen nur die Medien einschalten. Und wir sehen um uns herum Krieg, Terror, Rezession. Du und ich, jeder, der du kennst, kämpft jede Minute des Tages mit Lasten und Problemen. Jeder von uns, der geboren wird, wird irgendwann krank und stirbt. Ach, und wenn wir Menschen leben, versuchen wir das Glück zu erhaschen. Wir versuchen es zu fangen und wir geben alles dafür, um nur einen Moment glücklich zu sein. Aber dann ist es wieder vorbei. Und diese Leere im Herzen bleibt. Warum? Da war der Feind Gottes, da war Luzifer, der Gegenspieler, der gefallene Engel, der an die Tür klopfte. Satan kam zu Eva und sagte ihr, Gott ist unfair, Gott lässt euch nicht frei handeln, Gott schränkt euch ein. Hier nimm diese eine Frucht. Wenn du davon probieren wirst, wirst du sein wie Gott. Du wirst neue, berauschende, ekstatische Gefühle erleben. Du wirst zu neuen Dimensionen vorstehen, vorstoßen. Eva nahm von der Frucht und als sie nahm, da trennte sie sich von Gott. Sie lehnte sich gegen Gott auf. Sie öffnete die Tür des Todes. Statt Freude, ekstatischen, berauschenden Gefühlen, spürte Eva, auch Adam dann, Sorge, Angst, in Unsicherheit, Schuld, Leere und Einsamkeit. Jetzt ist unser Planet in Aufruhr. Jeder von uns erlebt, was Adam und Eva damals durchgemacht haben. Diese Angst, diese Schuld, diese Leere, diese Einsamkeit. Warum verursacht Sünde solche negativen Gefühle? Die Bibel gibt uns eine klare Antwort in Jesaja 59, Vers 2. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Was trennt uns von Gott? Unsere Sünde. Das Böse. Wir sind von Gott getrennt. Weil wir getrennt sind von der Quelle des Lebens, müssen wir sterben. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Du und ich, wir alle sind Sünder. Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt. Du und ich, wir müssen sterben. Hast du schon einmal den Tod direkt gesehen? Als ich in Nicaragua mein Ziviliens machte, war ich eines Tages mit dem Auto auf der Heimfahrt zurück ins Kinderheim. Wir waren gerade einkaufen gewesen, irgendwo da auf einem Marktplatz. Da war eine Menschenmasse auf der Straße. Wir konnten kaum mehr mit dem Auto hindurchfahren. Es war ein tragischer Unfall. Da lag ein Toter auf der Straße. Daneben die Mutter, die am Weinen, am Schreien war. Sie hatte ihren Sohn verloren. Ein LKW hatte ihren Sohn mitgenommen, einfach überfahren. Aus dem Leben fort war dieser junge Mann. Er existierte nicht mehr. Eines Tages wird der Tod auch an deine Tür klopfen. Er wird auch dich rufen. Das ist die Folge der Sünde. In Römer 3, Vers 23 lesen wir, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir alle haben uns gegen die Autorität Gottes aufgelehnt. Wir alle sind Sünder. Was macht Gott? Was ist Gottes Antwort auf das Problem der Sünde? Was unternimmt Gott? Sind wir nicht seine Geschöpfe? Sind wir nicht geschaffen zu seiner Ehre? Würde Gott dem Planeten Erde einfach sich selber überlassen? Das Gesetz des Universums verlangte den Tod der Menschen. Aber da war auch die Liebe Gottes. Würde Gott den Planeten Erde einfach vernichten? Würde Gott zu Adam und Eva sagen, hab pech gehabt, ihr habt gesündigt. Ja, jetzt schaut zu, wie ihr über die Runden kommt. Gott hätte den Planeten Erde einfach wie einen Fußball wegkicken können. Und der Planet hätte sich wahrscheinlich selber vernichtet irgendwann. Was war Gottes Antwort? Gott ist nicht nur gerecht gott ist auch ein gott voller liebe gott gottes herz schlägt für uns menschen und so hat gott einen rettungsplan, einen erlösungsplan ins rollen gebracht, einen plan, um die erde zu retten. jesus trat hervor und sagte: vater, eines tages werde ich die sündige erde betreten. ich werde das leben führen, was die menschen hätten führen sollen. ich werde dir gehorsam sein. ich werde die strafe der menschen auf mich nehmen. ich werde am tod für die menschen sterben. ich werde auferstehen und dem Menschen neues Leben, ewiges Leben geben. Jesus kam, um dich zu erlösen. Adam und Eva waren auf einmal nackt vor Gott. Sie waren voller Scham, Traurigkeit und Sünde. Sie waren getrennt von Gott, verurteilt zum ewigen Tod. Gott gab Adam den Auftrag, ein Tier zu opfern. Stellen wir uns dieses erste Opfer einmal vor. Adam, der den Tod gar nicht kannte, er nimmt jetzt ein Lamm, er kniet nieder, er legt seine Hand auf das Tier, er tötet das Tier, das warme Blut läuft an seinen Beinen herunter, Adam leidet, er weint, er tötet. Damit er leben kann. Er bringt ein Opfer von Gott befohlen. Dieses Opfer, dieses Lamm, ist ein Symbol für wen? Für Jesus Christus. Aber warum muss ein Tier sterben? Warum ausgerechnet dieses Opfer? Warum fließt hier Blut? Was bedeutet Blut? Wofür steht Blut in der Bibel? Wir lesen 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Wenn Blut vergossen wird, dann wird Leben gegeben. Als Jesus am Kreuz starb, hat er Blut vergossen. Er hat sein Leben gegeben. Die Folge der Sünde ist der Tod. Irgendeiner muss sterben für unsere Sünden. Entweder sind wir das oder es war Jesus. Wenn wir heute zu Jesus kommen und ihm weinen und sagen, Herr Jesus, ich will dein Kind sein, komm in mein Herz, ich möchte mit dir leben, ich möchte meine Sünden geben, dann ist er für deine Sünden, für meine Sünden gestorben. Und wir haben Leben, wir haben Sühnung, wir haben wieder Frieden mit Gott. Als Israel die Sklaverei Ägyptens verlassen hatte, da sagte Gott zu ihnen, ich möchte gern mitten unter euch wohnen. Gott gab ihnen den Auftrag, ein Heiligtum zu bauen, eine Stiftshütte. Da gab es verschiedene Abteilungen, verschiedene Geräte. Ein ganz entscheidender Ort war der Brandopfalter Nehmen wir mal an, du hättest damals gelebt zur Zeit der Israeliten und du hättest mit deinem Nachbarn Streit gehabt. Ihr werdet in so, ihr werdet in so einer Diskussion euch ziemlich nahe gekommen. Schließlich Hast du die Kontrolle über dich selber verloren? Du hast halt angefangen, deinen Nachbarn zu schlagen mit deinem Hirtenstab. Würdest du natürlich niemals machen, oder? Aber das ist nur die Illustration. Und der Nachbar ja, wird getroffen von einem Hirtenstab. Da entsteht eine Platzwunde, er blutet. Und irgendwann dann, nach dem Streit, wo er auseinandergeht, kommst du zur Besinnung und sagst: Hey, das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Ich muss mich bei meinen Nachbarn entschuldigen. Du gehst zu deinem Nachbarn voller Reue und sagst ihm, hey, das, das war schrecklich, dass ich, dass ich dich geschlagen habe. Das tut mir unwahrscheinlich leid. Jetzt bist du mit deinem Nachbarn wieder im Reinen. Er vergibt dir, aber du bist doch nicht mit Gott im Reinen. Deine Sünde ist immer noch im Universum. Die ist immer noch in deinem Leben. Was machst du? Du gehst mit einem Tier, mit einem Lamm zum Heiligtum, genauer gesagt zum Brandopferaltar. Du legst dort deine Hand auf das Tier, du bekennst deine Sünde. Gott, es tut mir leid, dass ich meinen Nachbarn geschlagen habe mit dem Hirtenstab, den ich dort meine Hand hatte. Es tut mir leid, dass ich mich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Schenk mir neues Leben. Du tötest dann das Tier anstelle anstatt von dir. Das Blut wird dann an das Heiligtum übertragen und hiermit haben wir dann eine Sühnung, eine Vergebung, eine Reinmachung. Du bist wieder in Frieden mit Gott. Die Sünde ist aus deinem Leben, die Sünde ist zwar noch im Universum, zu dem Thema kommen wir noch einmal ein anderes Mal, was mit der Sünde denn geschieht. Natürlich, Jesus ist für die Folgen der Sünde gestorben, aber die Sünde ist ja noch irgendwo da. Das werden wir dann bei dem Thema das Gericht genauer anschauen. Aber das Wichtigste hierbei ist, du kehrst voller Frieden zurück. Du singst ein Lied, du bist neu, du bist ein Kind Gottes. Du bist wieder im Reinen mit Gott, denn deine Sünde ist bei Gott. Er ist dafür gestorben. Wir lesen den Text in 3. Mose Kapitel 5, die Verse 5 und 6. Hat sich nun jemand auf die eine oder andere Art schuldig gemacht, soll er seine Schuld bekennen. 3. Mose 5 beschreibt hier, wie so ein Sündopfer vonstatten ging und dem Herrn soll er der Sünde als Wiedergutmachung seiner Sünde ein weibliches Schaf oder eine Ziege als Sündopfer bringen. Du hast das gemacht. Ein Tier ist für dich gestorben. Und meine Frage an dich ist, dieses Tier, wie viel Schuld hat es für deine Tat? Es ist total unschuldig, oder? Aber weil du deine Schuld übertragen hast auf das Tier, trägt es jetzt deine Schuld und muss sterben anstelle von dir. Jemand stirbt, damit du leben kannst. Wer ist das Opferlamm Gottes? Jedes Tieropfer war ein Symbol auf Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 29, da lesen wir, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Bist du innerlich leer und einsam, suchst du nach Glück in deinem Leben, plagt dich Schuld in deinem Leben, zieht dich Sünde immer wieder herunter? Wir müssen nicht vergeblich nach Glück suchen. Wir werden Glück auch niemals finden. Alle Dinge dieser Welt, alles Geld der Welt, alles, was wir erleben können in dieser Welt, wird uns niemals glücklich machen. Nur Jesus Christus wird das tun, denn er hat den Tod besiegt, Sünde und Satan. Satan ist ja derjenige, der auch sagt, ich mache dich glücklich. Aber nur Jesus kann es, denn er ist unser Schöpfer. Er kennt uns wirklich. Und er hat die echte Liebe in sich. Er ist Liebe. Jesus sagt dir, jetzt in diesem Moment komm zu dir. Öffne dein Herz für, für mich. Bekenne deine Schulden, deine Sünden. Ich werde dir neues Leben geben. Jetzt in diesem Moment kannst du echtes, wirklich echtes Glück finden. Einer meiner Predigerkollegen hielt eines Tages eine Vortragsreihe in Nordeuropa. Nach einem dieser Vorträge kam eine Geschäftsfrau zu ihm und sagte, könnte ich gerne mit ihm mal ein paar Worte wechseln? Und der Pastor sagte, na klar, worum geht es? Und da fing die Frau an. Wissen Sie, ich habe nur eine Frage. Ist Abtreibung Mord? Die Frau fing an zu weinen und erzählte folgende Geschichte. Vor ungefähr 17 Jahren hat mein Mann sich von mir scheiden lassen. Er hat mich einfach verlassen. Da war eine andere Frau in seinem Leben. Das tat so unglaublich weh. Ich war dann Single. Einige Zeit später traf ich dann einen anderen Mann. Er war mir sympathisch, er sah gut aus, wir verstanden uns toll. Dann waren wir zusammen. Ich wurde schwanger von ihm. Ich war unglaublich glücklich auf das Baby. Aber nach einigen Wochen, ich war schon schwanger, sagte dieser Mann zu mir, ich, ich bin nur Gastarbeiter in diesem Land. Ich gehe jetzt zurück zu meiner Frau und zu meinen Kindern. Ich war am Boden zerstört. Ich bin schwanger von diesem Mann und er lässt mich jetzt im Stich. Ich konnte, Pastor, ich konnte das Baby von diesem Mann in meinem Kinn, in meinem Bauch nicht austragen. Ich, das war zu viel für mich. Ich, oh, ich war am Kämpfen, was soll ich tun? Und dann entschied ich mich für eine Abtreibung. Ich habe das Kind, das Baby in meinem Bauch getötet. Pastor, seit diesem Tag an kann ich nicht mehr schlafen. Ich, ich, ich habe Schuldgefühle, die quälen mich Tag und Nacht. Immer wieder klagen mich diese Stimme in meinem Kopf an. Pastor, was soll ich tun? Der Prediger erzählte ihr von Jesus Christus, von seinem Leben auf dieser Erde, von seinem Tod am Kreuz er erzählte von der Liebe Gottes. Und da fragte der Pastor die Frau: "Willst du gerne Frieden haben? Möchtest du Glück haben? Der einzige Schlüssel zum Glück ist, dich ganz Jesus Christus hinzugeben. Wollen wir in diesem Moment hier niederknien? Willst du dein Leben Jesus geben?" Die Frau sagte: "Ich habe noch nie gebetet, Pastor, was soll ich denn überhaupt tun?" Gemeinsam knieten sie sich dann nieder. Der Pastor fing an und sagte, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du lebst. Ich danke dir dafür, dass du Realität bist. Und die Frau wiederholt diese Worte. Als sie dann die Frau schließlich sagte, Herr Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Ich möchte dich in mein Leben aufnehmen. In diesem, genau in diesem Moment hat die Frau Trost, Frieden, Freude, Sinn, echtes Glück bekommen aus den Händen Gottes. Sie stand auf als neue Person. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist was? Der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Du kannst Frieden haben. Du kannst echtes Glück haben. Hier und jetzt kannst du erleben, wie Gott die tiefsten Bedürfnisse in deinem Inneren stillt. Gib dich ganz Gott hin. Glück ist ein Geschenk. Gottes, nur er kann es uns geben. Du kannst es nicht erkaufen, für kein Geld der Welt. Viele Menschen meinen heute, ich muss mir mein Glück verdienen, ich muss mir meinen Frieden bei Gott irgendwie erbringen, also durch Leistung. Und da wir hier auf den Philippinen lassen sich Menschen kreuzigen, um Gott gnädig zu stimmen, sie hängen da nur für ein paar Stunden, aber dennoch, die Motivation, das finden wir nicht in der Bibel. Glück ist ein Geschenk Gottes. Erlösung ist etwas, was wir aus den Händen Gottes erhalten. Wir können nichts dazu geben. In Epheser Kapitel 2, die Verse 8 und 9 lesen wir, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Was? Ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Da war Weihnachten und ich habe mich gefreut auf mein Geschenk, auf meine Carrera-Bahn. Ich stand dort vor dem Weihnachtsbaum. Die Carrera-Bahn war eingepackt in einem, einem großen Geschenk. Und Ich musste sie nur noch öffnen. Und dann endlich, als ich sie auf, als ich das Geschenk aufmachte und die kleinen Autos vor mir sah, und jetzt ja, dort Autorennen spielen konnte auf der, auf der kleinen Bahn mit den Autos. Da gehörte mir das Geschenk. Ich habe mich unwahrscheinlich gefreut. Aber ich musste das Geschenk entgegennehmen. Ich musste es akzeptieren. Ich musste es aufmachen. Dann gehörte es mir. Für das Geschenk musste ich keine Leistung erbringen. Es war etwas, was meine Eltern aus, aus freier Liebe, aus, aus freien Willen taten. So ist es auch mit Gott. Gott liebt uns. Wir müssen das Geschenk entgegennehmen. Wir müssen es annehmen. Wir müssen es öffnen. Dann gehört es uns. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Hier geht es um Jesus Christus. Er kannte keine Sünde, aber er wurde am Kreuz zur Sünde gemacht. Wow! Ich glaube, das werden wir niemals ganz verstehen. Wie kann ein Gott, der perfekt und vollkommen ist, der schon immer da ist und kein Ende hat, wie, wie wird so ein Gott zur Sünde? Weil er meine und deine Sünde trägt. In seinem Buch Written in Blood erzählt Robert Coleman die Geschichte eines kleinen Jungen, dessen Schwester eine Bluttransfusion brauchte. Der Arzt erklärte dem Jungen, dass seine Schwester die gleiche Krankheit hatte, die er zwei Jahre zuvor besiegt hatte. Ihre einzige Heilung, die Chance auf Heilung bestand darin, dass er, dass, dass sie die Bluttransfusion von jemandem bekam, also von ihm, weil er die Krankheit schon besiegt hatte. Da die beiden Geschwister die gleiche Blutgruppe hatten, war der Junge der ideale Blutspender. Und so ging dann der Arzt zu dem kleinen Jungen und fragte ihn: Johnny, Johnny, kannst du dir vorstellen, etwas von deinem Blut, abzugeben für deine Schwester. Johnny war am Zittern. Da kullerte eine Träne herunter. Er schaute aus dem Fenster ganz weit weg. Nach einiger Zeit sagte er, ja, ich, ich bin bereit, ich gebe. Ich schenke meiner Schwester wenig Blut, damit sie überleben kann. Und Johnny wurde in das gleiche Zimmer gebracht, wo seine Schwester dort lag, Michaela. Und dort waren Johnny und Michaela. Johnny wurde an die Instrumente angeschlossen. Das Blut verließ seinen Körper und Johnny schaute auf das, was dort geschah. Als die Bluttransfusion erfolgreich fertig war, als alles getan war, da holte Johnny den Arzt und fragte ihn, ich habe jetzt das Blut für meine Schwester gegeben. Wann muss ich sterben? Muss ich jetzt gleich sterben oder erst in ein paar Minuten? Johnny dachte die ganze Zeit, wenn er sein Blut gibt für seine Schwester, dass er sterben wird. Ist Johnny wirklich gestorben, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Aber hier oben mental ist Johnny gestorben für seine Schwester. Hier hat er die Entscheidung getroffen. Ich werde alles geben, selbst mein Leben, damit meine Schwester leben kann, damit sie den Tod besiegen kann. In der Bibel gibt es zwei unterschiedliche Tode. Da haben wir den körperlichen Tod und da haben wir den ewigen Tod. Welchen Tod ist Jesus am Kreuz gestorben? Klar, den körperlichen Tod. Er war ja wirklich tot, Jesus Christus am Kreuz. Aber er ist auch den ewigen Tod gestorben. Jesus hat uns befreit von der ewigen Trennung. Als Jesus am Kreuz hing, hatte er körperliche Todesquallen, aber er nahm auch die Schuld, die Sünde auf sich. Ja, vorher hatte Jesus gesagt, klar, ich werde auferstehen in Johannes 2, Vers 19. Aber am Kreuz dachte Jesus, dass er für immer verloren wäre. Er dachte, er würde nie wieder auferstehen. Die Sünde des Bösen war so krass, dass er von Gott ganz getrennt war. Deswegen ruft Jesus auch aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus dachte, er würde nie wieder zu Gott zurückkehren, weil das Böse, mein und deine Sünde, ihn so sehr traumatisierte. Das ist echte Liebe. Das ist ein echtes Geschenk. Ein Gott, der sich für mich opfert. Ich bin Gott unglaublich dankbar dafür. Wenn es Gott nicht geben würde, wer wäre ich dann? Was wäre ich dann? Wofür würde ich dann leben? Ich hätte nichts im Leben. Keinen Sinn mehr. Dann könnte ich auch heute gleich sagen, ob ich heute sterbe oder in 50 Jahren ist total egal. Das ist sowieso alles sinnlos. Aber weil Gott mir ein neues Leben gibt, weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, habe ich eine Perspektive, einen Sinn und eine Hoffnung in meinem Leben. Er ist mein Vater. Ich weiß, woher ich gekommen bin. Ich weiß, warum ich heute hier bin. Und ich weiß, wohin ich gehe. Jesus liebt mich. Genauso liebt er dich. Dieser Jesus ist schon immer da. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Milliarden von Engel dienen ihm. Er kommt als Gott auf diese Erde und er opfert sich. Er lässt sich schlachten für dich. Er trägt deine Sünden. Was sagst du dazu? In Matthäus 27 Vers 46 ruft Jesus aus: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus trug deine Sünden und deine Schuld. Du musst nicht mehr leiden unter deinen Sünden. Du kannst frei von dieser Last sein. Du musst nicht mehr vergeblich auf der Suche nach echtem Glück sein. Komm einfach in die Arme Gottes. Dort wirst du Frieden, Erfüllung und wahres Glück finden. Entweder musst du deine Schuld tragen oder Jesus trägt deine Schuld. Irgendeiner muss für deine Sünde sterben. Kommt Jesus, lass ihn deine Schuld tragen. Dann wirst du frei sein. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern was hat? Amen, Amen, ewiges Leben. Hier kannst du deinen Namen einsetzen. Hier können wir den Text auch für dich lesen. Denn so sehr hat Gott, Leon, Rabea, wen auch immer geliebt, dass es einen eigengeborenen Sohn gab, damit du, der du an ihn glaubst, nicht verloren geht, sondern damit du ewiges Leben hast. Wie werde ich glücklich? Wie erhalte ich Frieden? Wie werden meine tiefsten Bedürfnisse gestillt? Hier fünf Schritte zum ewigen Leben, fünf Schritte zum Glück. Erstens, erkenne, Gott liebt mich. Gott ist Liebe. Das ist ein Fakt. Wenn eines Tages Gott im Himmel sein wird und du bist nicht mit dabei, wird Gott traurig sein. Gott hat alles für dich gegeben. Er tut alles, damit du eines Tages in seinem Königreich mit ihm lebst. Jeremia 31, Vers 3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Jesus liebt dich. Er möchte, dass du erlöst bist und für immer in seinem Königreich bist. Nummer eins, Gott liebt mich. Nummer zwei, erkenne, ich bin ein Sünder. Aus eigener Kraft kannst du nichts tun. Du kannst kein Glück finden. Nur Jesus kann dir echtes Glück geben. Bekenne deine Sünden, deine Schuld, bring sie zu Jesus. Die Bibel sagt, Römer 3, Vers 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, der aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Fünf Schritte zum Glück. Nummer eins, Gott liebt mich. Zweitens, ich bin ein Sünder. Drittens, Glaube. Glaube, das bedeutet Vertrauen. Hier geht es darum, dass ich sage, ich möchte bewusst eine Beziehung zu diesem Gott im Himmel haben. Ich möchte mit ihm leben. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden. Glaube ist nicht nur, oh, ich schaue gerade den Wetterbericht an auf meiner App. Morgen wird es regnen. Hm, ich glaube dem Wetterbericht. Glaube beinhaltet viel mehr. Wenn du wirklich dem Wetterbericht glauben würdest, würdest du, aha, einen Regenschirm mitnehmen, eine Regenjacke anziehen. Glaube beinhaltet auch eine Handlung. So ist es auch mit Jesus. Wenn wir ihm glauben, dann vertrauen wir ihm. Dann folgen wir ihm nach. Dann geben wir ihm zu 100% unser Leben, damit er unser Führer sein kann. Fünf Schritte zum Glück. Nummer eins, Gott liebt mich. Zweitens, ich bin ein Sünder. Drittens, glaube an Jesus. Viertens, bekenne deine Sünden. Es ist das eine zu sagen, hey Jesus, vergib mir alles, was ich getan habe. Aber es ist besser, dass wir sagen, Herr Jesus, zeig mir, wo habe ich gesündigt. Und dann nennen wir die Sünden beim Namen. Hier in 1. Johannes 1, Vers 9 haben wir eine Verheißung, die Jesus Christus immer sofort automatisch erfüllen wird. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller, was? Aller Ungerechtigkeit. Jesus reinigt uns, wenn wir beten, von aller Sünde. Sofort. Der letzte Punkt. Entscheide dich für Jesus. Sag Ja zu ihm. Im Gebet, als ich meine Frau geheiratet habe, da hat mich ein Pastor gefragt: Willst du in guten und schlechten Tagen an ihrer Seite sein? Willst du ihr treu sein, bis dass der Tod euch scheidet? Was habe ich gesagt? Ich habe natürlich, ich habe ja gesagt. Und so sollen wir auch ja sagen zu Jesus Christus. Wir sagen das einmal, wir sagen das immer wieder. Ja, wenn ich morgens aufstehe. Ich will mit dir leben. Ja, Herr Jesus, sei du heute der Herrscher in meinem Leben. Ich möchte dir komplett, zu 100% vertrauen. Wer den Sohn hat, der hat was? Der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat was nicht? Das Leben. Dieses habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Können wir wissen, dass wir ewiges Leben haben? Ja oder nein? Na klar, wir, wenn wir den Sohn haben, wir müssen dafür entscheiden. Und wenn wir uns ihm völkern, Übergeben, dann ist haben wir das ewige Leben. Dann ist er derjenige, der uns führt aus dem Tode heraus, aus der Sünde in die Ewigkeit. Wie können wir das praktisch umsetzen? Ich habe hier ein Gebet mitgebracht und ich würde vorschlagen, dass wir dieses Gebet jetzt einmal gemeinsam, du und ich, hier einmal lesen. Ist das okay? Dieses Gebet. Das ist eine Übergabe. Hier geht es um eine Entscheidung für Jesus Christus. wollen wir das gemeinsam lesen? Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir. Komm jetzt in mein Leben. Ich kann mich selbst nicht retten. Darum vertraue ich dir. Befreie mich von der Macht des Bösen. Schenke mir die Kraft, dir nachzufolgen. Mit allem, was ich bin und habe, ergebe ich mich jetzt dir. Ich nehme das ewige Leben an. Ich bin es nicht wert, aber ich danke dir für dieses Geschenk. Schau dir an, gerade hier unten, wo wir stehen von der Minute her. Dann kannst du vielleicht einen kurzen Screenshot machen. Du kannst dir das Gebet abschreiben. Das ist so ein Übergabegebet. Das ist eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus. Ich, für mich selber, ich bete das Gebet in meinen eigenen Worten jeden Tag. Und weil ich das tue, bin ich ein Kind Gottes. Und es ist so unglaublich schön, dieses echte Glück zu haben an der Seite Gottes. Ein Glück, das uns die Welt niemals geben kann. Vor 2000 Jahren hat Jesus Christus die Augen eines Blinden berührt. Mein Gebet ist es heute, dass Jesus auch meine und deine Augen berührt. Dass wir wieder sehen können. Dass wir in die Augen Jesu schauen können. Echtes Glück erkennen. Herr Jesus ist mein Gebet, berühre jemanden. Berühre mich, berühre dich, dass wir deine Liebe wiedersehen. Jesus kam zu dem Mann, dessen Beine verkrüppelt waren. Jesus heilte diesen Menschen, sodass er laufen konnte. Ja, Herr Jesus, in meinem Leben gibt es auch viel Schuld. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich brauche auch diese Heilung, dass ich wieder aufstehen kann. Da ist so viel Last, die mich runterzieht, die mich kaputt macht. Heute ist mein Gebet, Herr Jesus, vergib mir, nimm die Fesseln in meinem Leben weg, lass mich wieder laufen, Herr Jesus. Wenn Jesus diesen verkrüppelten Mann geheilt hat, kann er auch dich heilen. Er kann auch dich wieder auferstehen lassen zu einem neuen Leben. Da kam Jesus zu einer Totenbare, da lag der verstorbene Jüngling. Jesus berührte den toten Jüngling. Er schenkt ihm neues Leben und da ist Freude, da ist Glück. Jesus kann heute auch dein Leben wieder neu machen. Er kann heute auch, wenn du geistlich tot bist, also wenn du ganz ohne Gott lebst oder nur zu 70, 80 oder 99 Prozent mit Gott lebst, kann Gott dir auch einen Neuanfang geben, ein echtes Leben schenken. Heute, hier und jetzt kann Jesus dir echtes Glück geben, wenn du ganz zu ihm kommst, ihm dich völlig auslieferst. Begleite mich heute nach Golgatha. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, da wurde Jesus nackt ausgezogen, 40 Mal sauste die Geißel Peitsche. Das waren kleine Knochen und Bleistücke auf den Rücken von Jesus, bis er, der Sohn Gottes, dem Tode nahe war. Seht, wie sie die Dornenkrone auf seinen Kopf pressen. Jesus wurde brutal geschlagen und angespuckt. Hier musste Jesus sein Kreuz selber tragen. Er nahm all das auf sich. Warum? Weil er dich liebt. Die Soldaten fühlten nach der Vertiefung. Hier auf dem Bild wird das nicht ganz grafisch richtig dargestellt. Also, man nimmt an, dass Jesus ähm, gekreuzigt wurde hier in den Handgelenken. Hier, wo der Mittelnerv durchgeht, das ist eigentlich die empfindlichste Stelle. Da hat man dann die Nägel hindurchgetrieben. Bei der kleinsten Bewegung hat man dann schreckliche Schmerzen. So hing dann Jesus am Kreuz. Da ist der Messias, der Sohn Gottes. Wie ist eigentlich der Tod am Kreuz? Als Mensch hat man starke Muskelkrämpfe, pochende Schmerzen, da ist eine Unfähigkeit, sich aufzurichten. Die Arme hängen, die Brustmuskeln sind gelähmt, die Luft kann zwar eingeatmet werden, aber nicht mehr ausgeatmet. Das zwingt den Gekreuzigten, sich immer wieder unter unsaglichen Schmerzen hochzuziehen. Irgendwann dann droht wieder Erstickung. Der Kampf setzt von neuem an. Ein neuer verzweifelter Versuch. Die Kraft schwindet. Die Bewegungen werden immer häufiger. Irgendwann dann kommt es zu einer fortwährenden, endgültigen Erstickung. Die Magengrube sinkt tief ein. Der Brustkorb bläht sich bis zur Höchstgrenze auf. Die Beine werden steif. Die Haut färbt sich violett. Schweiß bricht im Übermaß aus dem ganzen Körper aus. Vermischt sich mit Blut und rinnt auf die Erde. Wir können davon ausgehen, dass Jesus Christus wahrscheinlich an einem Herzdurchbruch gestorben ist. Das ist wortwörtlich zu verstehen. Denn aus dem Körper von Jesus Christus ist Wasser und ein Blutgemisch herausgeflossen. Bei einem Herzdurchbruch tritt der Tod gewöhnlich sofort ein. Wenn Menschen heute daran sterben, schreien sie laut: sterben. Was ist damit Jesus wirklich passiert? Ich weiß nicht, wie oft du in deinem Leben schon Fehler gemacht hast. Ich leider viel zu oft. Und ich schäme mich auch dafür. Aber nehmen wir mal an, da ist ein Fehler in deinem Leben, der dich wirklich kaputt gemacht hat. Ein Fehler, den du immer wieder gemacht hast. Eine schlechte Angewohnheit, eine Sucht, was auch immer. Und du tust diesen Fehler immer wieder und du schämst dich dafür immer, oder? Jetzt nehmen wir diesen einen Fehler, den du getan hast, und legen den in das Herz Jesu. Jesus trägt diese Sünde am Kreuz. Er trägt auch die Folge der Sünde. Jetzt nehmen wir nicht nur diese eine Sünde, sondern wir nehmen alle deine Sünden, die du jemals getan hast und legen sie auch in das Herz von Jesus. Huh, da hat Jesus schon sehr viel getragen, oder? Wir nehmen nicht nur deine, wir nehmen auch meine Sünden. Wir nehmen alle Sünden der gesamten Menschheit, die jetzt gerade existiert. Und dazu nehmen wir noch alle Sünden, die die Menschen jemals begangen haben. Wow, da hat Jesus unerträglich viel getragen, unglaublich. Jesus starb nicht aufgrund der körperlichen Qualen, die Sünde hat sein Herz zerstört, diese Trennung von Gott. Jesus starb, weil er dich erlösen möchte. Jesus gab sein Leben, weil er dir ewiges Glück geben möchte. Jesus gab alles für dich dahin, weil er dich so so sehr liebt. Vor vielen, vielen Jahren gab es irgendwo in Afrika eine Schule. In dieser Schule gab es nur einen Lehrer. Dieser Lehrer hat alle Klassen, die in einem Raum waren, parallel unterrichtet. Man konnte sich nicht mehr Lehrer leisten, das heißt es gab nur diesen einen Lehrer. Und es war gar nicht so einfach für den Lehrer die verschiedenen Klassen überhaupt zu betreuen. Das lag auch daran, dass es da unter den Schülern einige sch sehr schwierige Persönlichkeiten gab. Unter anderem Big John. Big John, er saß da ganz hinten. Er war schon ein älterer Jugendlicher, tat sich ziemlich schwer mit dem Lernen. Er gab den Ton an, er war der Boss. Alle hörten auf diesen Big John. Big John. Einfach deshalb, weil es ein großer, schon kräftiger Kerl war. Der Lehrer war mit den Nerven am Ende. Er kam nicht mehr klar mit der Klasse, mit den Klassen, auch mit Big John und seiner ganzen Gang. Und er sagte sich: Ich schmeiß meinen Job, ich gehe hier weg. Das Schulkomitee suchte daraufhin einen neuen Lehrer, der kommen würde, um irgendwie fertig zu werden mit, der, mit den ganzen Klassen, mit dem Unterricht. Und da fanden sie einen. Herrn und dieser Herr hieß Mister Smith. Mister Smith, es war ein kleiner Mann, hatte immer einen Stock mit dabei und so ging er hinein in die Klasse und er stellte sich vor den Schülern und sagte: hm, Ich weiß, dass ihr nicht so eine einfache Klasse seid. Ich habe von einigen Streichen gehört, was ihr so mit dem Lehrer vorangestellt habt und Lehrer hat ja vor mir gekündigt. Jetzt bin ich hier. Ich würde gerne einfach so mal erstmal euch kennenlernen. Wer seid ihr denn? Da kam er mit den Schülern ins Gespräch. Schließlich sagte der Lehrer: Ich würde gerne, ich würde gerne auch hier Regeln haben. Ich glaube, das ist wichtig. Aber mein Vorschlag ist, dass ihr die Regeln aufstellt. Wir brauchen ja einfach Regeln, damit wir gemeinsam vorwärts kommen, ein Ziel erreichen können, damit wir etwas lernen können. Aber wie wäre es, wenn ihr die Regeln aufstellt? Und die Schüler sagten, ja, eine gute Idee, warum nicht? Und auch Big John nickte und meinte, ja, das ist eine gute Sache, jetzt werde ich die Gesetze, die Regeln bringen. Big John meldete sich und sagte, ich möchte gerne, dass man hier nicht mehr auf den Boden spuckt. Es war so dreckig hier, wo ich sitze. Das gefällt mir nicht. Und der Lehrer sagte, es ist das okay für euch, für alle anderen? Und die Schüler sagten, ja, gute Sache. Also war der Lehrer dabei, auf die Tafel zu schreiben, nicht mehr auf den Boden spucken. Und so meldete sich der eine und der andere Schüler und dann schließlich hatten sie ein, ein langes Regelwerk. Nicht mehr auf den Boden spucken, nicht den anderen Schüler bewerfen mit kleinen Erdklümpchen. Das machten sie nämlich dort sehr gerne, dass sie immer wieder ne, etwas nach vorne warfen. Nicht etwas stehlen vom Nachbarn. Als sie dort diese Liste von den Regeln hatten, dachte sich Big John, das sind ja unsere Regeln. Jetzt sind wir eigentlich diejenigen, die das sagen haben. Ist eine gute Sache. Er war mit sich und seiner Gang, die direkt um ihn herum saß, zufrieden. Aber Big John dachte sich noch etwas, wenn jemand jetzt meinen Regeln nicht, wenn er die nicht befolgt, muss es dafür auch Konsequenzen geben. So also meldete sich Big John und sagte, ich bin dafür, dass wir, wenn jemand diese Regeln übertritt, dass er dann dafür bestraft wird. Der Lehrer sagte, ja, okay, Big John schlag noch was vor und Big John meinte, ja, so diese zweite Sache hier, oder die dritte Sache, also wenn man von jemand etwas anderem wegnimmt was einem nicht gehört diebstahl begeht da sollte die strafe sein 20 hiebe mit dem stock und der lehrer schaute was, 20 hiebe mit dem stock schon ziemlich heftig Und big john sagte ach machen sie das, das ist schon eine gute sache dann wird keiner mehr hier diebstahl begehen damals war das noch so üblich dass die kinder mit dem stock geschlagen werden da ging der unterricht los die nächsten tage und wochen es lief, es funktionierte. Die Kinder hatten ihre eigenen Regeln aufgestellt. Big John war zufrieden, der Lehrer war zufrieden, alles war in Harmonie und Eintracht. Bis eines Tages Big John nach der Pause zurückkam, kurz vor dem Unterricht noch ein bisschen was von seinem Pausenbrot genießen wollte, aber das war nicht mehr da. Sein Brot war gestohlen. Voller Wut ging Big John zum Lehrer nach vorne und sagte: Mein, mein Brot ist weg, jemand hat das gestohlen. Wer hat das gemacht? Sorgen Sie hier für Recht in Ordnung. Das ist mein Gesetz, das ist meine Regel. Schauen, schauen Sie mal, was man jetzt machen kann. Ich möchte gerne mein Brot wieder und eine, eine vernünftige Bestrafung. Big John setzte sich wieder auf seinen Platz. Der Lehrer war da vorne. Der Unterricht fing an. Aber bevor er wirklich starten konnte, sagte der Lehrer, ich möchte jetzt gerne wissen, wer von Big John das Pausenbrot gestohlen hat. Wer hat das Brot mitgehen lassen? Nichts. Totenstille. Keiner rührte sich bis plötzlich ein Wimmern zu hören war in der dritten Reihe da war ein kleiner Körper am zittern dieser kleine junge brach in Tränen aus es war der kleine oder alle nannten ihn little jimmy der kleine jimmy war ganz dünn hatte nicht viel kraft und er sah bleich aus jimmy brach in tränen aus ich ich hab, <laughs> ich habe die letzten Ach, ich, ich habe die letzten drei, vier, fünf Tage nichts mehr zu Hause gegessen. Ich hatte so einen Hunger. Und da habe ich das, das, das Brot gesehen von, von Big John. Und ich, er war gerade nicht da. Und ich, ich konnte nicht einfach anders. Ich habe ich hab das, hab das genommen. Ich, es tut mir leid, ich habe das aufgegessen. Alle schauten den Lehrer an. Auch Big John schaute den Lehrer direkt in die Augen. Was würde er jetzt tun? Der Lehrer schaute auf die Tafel. Da war das Regelwerk. Da waren auch die Konsequenzen aufgeschrieben. Alle wussten, was das jetzt bedeutet. Und so holte der Lehrer den kleinen Jimmy nach vorne. Er zeigte auf die Tafel und sagte, hier steht, wenn jemand einen Diebstahl begeht, bekommt er 20 Schläge mit dem Stock. Es tut mir leid, Jimmy, ich will das jetzt nicht machen. Und ich, nee, ich möchte das nicht, aber ich muss es tun. Das sind eure Regeln. Wir müssen jetzt, du musst für die Konsequenzen, Jetzt aufkommen, du hast einen Fehler begangen. Komm, mach deinen Oberkörper frei. Und der kleine Jimmy lehnte sich nach vorne. Sein Oberkörper war bereits frei. Da holte der Lehrer zum ersten Hieb mit seinem Stock aus. Plötzlich sprang da ein Schatten zwischen dem Lehrer und dem kleinen Jimmy. Wer war das? Es war Big John, ein großer, schwarzer, muskulöser Schatten. Big John sagte, das können Sie nicht machen. Dieser kleine hier, der packt es nicht. Der geht zugrunde. Ich möchte gerne, kann ich nicht irgendwie? Ich meine, kann ich nicht die Strafe vielleicht auf mich nehmen? Ist das möglich? Der, der kleine Jimmy, der wird zusammenbrechen. Der, der wird das niemals, der wird das niemals packen. Der, der geht daran zugrunde. Kann ich nicht die Strafe, die 20 Schläge auf mich nehmen? Der Lehrer guckte die Klasse an. Alle sagten, ja, wieso nicht? Da machte sich dann Big John frei, er lehnte sich. Auf das Pult, der Lehrer holte aus zum ersten Schlag, patsch, zweiter Schlag, patsch, achte, neunte, patsch. Beim zehnten Schlag hörte man ein leises Wimmern. Beim zwölften, dreizehnten Schlag, patsch, da öffnete sich der Rücken von Big John. Beim sechzehnten Schlag, da lief das Blut schon in Strömen herunter. Dann der neunzehnte, patsch, der zwanzigste Schlag, pack, Big John er konnte sich gerade soeben noch halten. Aber er stand dann auf. Der kleine Jimmy schaut ihn direkt in die Augen und er sagte, danke, danke, danke Big John, dass du das für mich getan hast. Danke, dass du die Strafe für mich getragen hast. Und so umarmte dieser kleine Jimmy, den großen Big John, danke, danke Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich habe die Strafe verdient. Ich habe mich von dir getrennt. Ich habe so viel Böses in meinem Leben zugelassen. Ich habe mich bewusst für die Sünde entschieden, immer und immer wieder. Danke, Herr Jesus Christus, dass du für mich gestorben bist. Wenn wir zu Jesus kommen, vergibt er uns sofort. Wir sind dann neue Menschen. Im Alter von 21 Jahren habe ich mein Leben zum allerersten Mal Jesus bewusst gegeben. Dieser Tag hat mein Leben für immer verändert. Ich war vorher auf der Suche nach echtem Glück. Ich habe so viel ausprobiert, von den Dingen, die ganz am Anfang waren, habe ich einiges getestet. Der Moment des Glücks, der war da für einen kurzen, ganz kurzen Moment, aber danach war das Glück wieder weg. Als ich mit 21 Jahren mich niederkniete und Jesus mein Leben aufnahm, hat sich alles für mich für immer verändert. Ich habe echtes Glück gefunden, echten Frieden, echten Trost. Heute bin ich ein Kind Gottes. Bist du ein Kind Gottes? Hast du dich für Jesus entschieden? Bist du mit Gott im reinen? Hier und jetzt kannst du zu Jesus kommen. Denk zurück an das Übergabegebet, das wir gemeinsam gelesen haben. Spul das Video zurück und lese das Gebet hier und jetzt für dich. Entscheide dich für Jesus. Ist das dein Wunsch? Willst du das tun? Beten wir gemeinsam. Unser Vater im Himmel, wir sind so froh und dankbar dafür, dass du... Hier als Gott auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du meine Sünden getragen hast. Danke, dass du die Sünden der Welt auf dich genommen hast, dass wir jetzt ein neues Leben haben. Danke, dass du bald wiederkommen wirst. Wir freuen uns so sehr, wenn wir dich sehen und dich endlich umarmen können, dich anbeten können und immer in deiner Gegenwart sind. Danke, dass wir dein ewiges Glück für immer haben. Und Vater, selbst wenn wir auf dieser Erde manchmal Herausforderungen erleben, Probleme und Sorgen. Danke, dass du uns selbst in diesen Momenten Glück schenkst, deinen Frieden und deine Gegenwart. Gib uns Kraft, durchzuhalten und zu warten bis zu deinem Kommen. Hab Dank für deine Gnade und Liebe. Im Namen Jesu. Amen. Mein lieber Freund, ich möchte dich gerne einladen zum nächsten Vortrag. Das ist das Ende der Welt. Da geht es um die große Frage, wie können wir in der letzten Krise überleben? Komm. Schalt ein, sei dabei. Ich freue mich auf dich.